Was geht ab und willkommen hier auch zum nächsten Part. Mal wieder von... Das wäre jetzt interessant, nimmt der oben links das Discord mit auf? Das wäre jetzt interessant mal an der Stelle zu wissen. Wenn ihr im Video jetzt oben links irgendwas mit Discord seht... Ja, ist so. Ich bin nebenbei noch auf dem Discord-Server. Jo, wir wollten mit der euren Schachtel reden, damit wir... Mit der neuen Schachtel. Jetzt sind da nämlich eine Nase und ein paar Augen mit einem Kristall neben der kleinen Box. Ja, weil wir wissen ja alle, alte Schachteln müssen eingesperrt sein. Und wir kriegen eine Freifahrt. Das heißt, wir kommen jetzt zum Dekopalast. Oh, nochmals herzlichen Dank für deine Hilfe. Als Belohnung darfst du umsonst in meinem Boot mitfahren. Wir haben gerade eine Aktion laufen, daher bekommst du das hier gratis. Die Fotobox. Drücke, dann, ja, Foto und so, bla bla. Du kannst nur einen Schnappschuss machen, aber du kannst ihn jederzeit austauschen. So, gelingt dein hübscher Schnappschuss, bring ihn diesem Kerl da drüben. Also gut, die Fahrt geht los. Ja, wir müssen nämlich von zwei Sachen einen Schnappschuss machen. Ich weiß nicht, was davon Geld und was davon das Herzteil bringt. Deswegen lassen wir das erstmal. Ich will es nicht wieder verkacken. Ja. Und deswegen sind wir jetzt gerade hier so. Und wir können nichts machen. Ich frage mich gerade, hat Gero eigentlich auch bei Majora's Mask 3D mitgemacht? Oder nur bei Ocarina of Time? Weil wenn sie bei Majora's Mask das auch gemacht haben, dann wird das diese Stelle hier unfassbar lustig. Ich sag nur, Faroris Donnersturmglitch. Für den Fall, dass das irgendjemand kennt. Wrong Warp. Als Stichwort, falls es jemandem wer sagt. Ja, und hier können wir jetzt einfach durch den Octorok durchfahren und... Dieser lila Sumpf ist komplett vergiftet. Vor- und Nachteil? Eigentlich nur Nachteil. Nächster Halt, Deku-Palasto. Palazzo. Das Wasser ist vergiftet, pass also bitte auf, wo du hintrittst. Möchtest du von Bord gehen? Der Deku-Palazzo. Der Affe wartet schon auf uns, weil hier sein Freund gefangen ist. Und... Das ist der Deku-Palast, ja, Mann, wir gehen da jetzt gleich rein. Als Deku sind wir richtig gut getarnt und die merken nichts. Ja, hier, wir müssen hier einmal nach rechts, weil da ist die Feenquelle und nach links kommen bringt jetzt noch nichts. Da müssen wir erst den Tempel geschafft haben. Da können wir nämlich noch was Schönes anderes holen. Aber erst nach Tempel. Und als Deku sind wir auch immun gegenüber dem Gift, was hier ist, solange wir halt hüpfen können. Ansonsten, ihr kennt ja, Deku kann nicht schwimmen. Warum auch immer, weil Holz halt oben, aber ist so. So, ah nee, hier ist noch nicht die... Stimmt, die Feenquelle war woanders. So, aber die da sind sehr nervig. Daneben. Ja, okay, dann fliegen wir einfach mal. Die kann man übrigens auch mit denen hier besiegen. Das Problem, was ich jetzt an der Stelle habe, ist, ich habe ein bisschen Angst, hier lang zu fliegen. Weil die wahrscheinlich im Weg sind. Ja, hab die Akku gezogen. Komm von hier auch bitte. Uiuiuiui, das war knapp. Zack. So, komm, Agro, komm an und tschüss. So, und beide weg. Ich kacke jetzt mal auf das Herz da. Hier drüben haben wir ein interessantes Haus. Ihr seht schon, da ist ein Spinnennetz vor, das kann man abfackeln. Ich sage jetzt einfach mal so, wie es ist. Es gibt in diesem Spiel keine goldenen Skulltulas, weil es... Also, keine goldenen Skulltulas in der Overworld, weil es zwei Spinnenhäuser gibt, in denen man jeweils ein Herzteil bekommen kann.
sowie wenn man beide geschafft hat, am Ende noch etwas anderes, aber ich weiß nicht mehr, was das war. Und ja, wir werden dieses Spinnenhaus dann nach dem ersten Tempel angehen. Und jetzt erlernen wir erstmal unser allererstes Lied. Eigentlich unser viertes Lied. Welch seltener Anblick. Du bist doch ein Feenkind, oder? Was magst du wohl hier im vergifteten Sumpf verloren haben? Es steht mir nicht zu, deine Entscheidung in Frage zu stellen. Du kannst wohl besser in die Stadt zurück. Du kehrst wohl besser in die Stadt zurück. Dieser Sumpf hat einen Schutzgott verloren, doch war es ohnehin sein Schicksal, aus der Existenz zu verschwinden. Sagst du das wirklich so? Und dieses Schicksal beschränkt sich nicht nur auf den Sumpf. Doch hast du den Mut, dem Antlitz des Schicksals gegenüberzutreten, werde ich dich etwas lehren, hast du die Steinstatuen bemerkt, die Abbilder von mir sind? Natürlich von ihm, voll der Ego. Kann jede Eule sein, ja? Jede Eule kann das sein. Aber er ist so ein großes Ego. Ach, das waren ja alles meine Statuen. Ich bin ja die einzige Eule hier. Im ganzen Lande haben sie verteilt. Habe ich sie verteilt? Er hat sie auch noch selber verteilt. Was ist das denn für ein Ego? Alter, der ist ja egoistischer als alles andere. Der ist noch egoistischer als Gorman. Meine Güte. Okay. Um denen zu helfen, der diese Kraft in sich trägt, das Schicksal dieses Landes zu verändern. Wo immer er erscheinen mag. Sofern du ein Zeichen deiner Anwesenheit an einen dieser Steinstatuen hinterlassen hast. So werde ich das Lied, welches zu meinen Füßen eingraviert ist, von großem Nutzen sein. Merke es dir gut und zögere nicht, davon Gebrauch zu machen. Wann immer du diese Melodie erklingen lässt, soll eine ewige Freundschaft die Grenzen von Zeit und Raum überwinden. Freundschaft mit dir? Ja, glaubst du aber selber nicht. Noten sind in den Stein gemeißelt. Trompetto Man. Mögen sich die Winde erheben. Ah, der C-Stick wieder. Das kann dauern. Jetzt. Ja, mein C-Stick auf meinem Gamepad ist manchmal, wenn ich nach oben drücke und leicht nach links gehe, ist es trotzdem links. Warum auch immer. Und damit haben wir unser erstes Lied, neues Lied gelernt. Weil die Hymne der Zeit kannten wir schon. Du hast das Lied der Schwingen erlernt. Diese Melodie lässt dich in die Lüfte entschweben und in Windeseile bei einem steinernen Vogel landen. Richtig, und jede Steinstatue, die wir mit dem Schwert anhauen, ist von da an von großer Bedeutung. Allerdings ist da drüben gar keine. Aber ich habe keinen Bock, den ganzen Weg nochmal zu... Wir können ja gleich hier nach links abkürzen, hört mir gerade auf. Boot, please help me. Sehr gut. So. Der Eingang da oben in die Höhle, die uns ja jetzt nur außen rum geführt hat, war nicht das einzig Wichtige. Hier geht es nämlich noch weiter rum. Als Deko würden wir uns übrigens in den Palast lassen, als Mensch nichts. Ist ja klar, die Dekos sind eitel. Aber ich werde da trotzdem mal als Link als erstes hingehen, weil die sagen uns dann, glaube ich, sogar den Grund. So, Nacht des ersten Tages. Es verbleiben 60 Stunden. So. Zack. Weggeschlitzt. So, hier müsste irgendwo ein Loch sein. Nicht? Nee, war so. Sicher, dass hier kein Loch ist? Ja, okay, sehr sicher. Dann brauchen wir wohl erst Wundererbsen, um hier lang zu kommen.
Das war dämlich! Egal. Oh nee, jetzt muss ich den ganzen Weg nochmal laufen. Ich habe nicht bedacht, dass man über die Seerosenblätter hinaushüpfen kann. Ich wusste gar nicht, dass es geht. Weil ich es in meinen ganzen Spieljahren noch nie geschafft habe. Ich werde bei den Herzteilen hier in Majora's Mask auch viel, viel häufiger nachgucken müssen, wo die sind und wie man da rankommt. Also hinterher, wenn wir dann... Also ich spiele es jetzt erstmal recht normal und nehme alles mit, was mir gerade so einfällt an Sidequests und sonstigem. Und ab Punkt X, wo ich sage, mir fällt nichts mehr ein, schaue ich nach, wo diese Sachen zu finden sind. Weil ich wirklich dieses Spiel so wenig gespielt habe, dass ich echt nicht... Vor allem, es ist so umfangreich. Mal kurz so nebenbei, in diesem Spiel gibt es 4 Tempel, das heißt, es gibt 4 Herzcontainer und alle anderen Herzen sind Herzteile. Es gibt, weiß ich nicht, waren es nicht sogar an die 60 Herzteile, glaube ich, irgendwie so. Also, es ist unfassbar groß. So, aber jetzt reden wir erstmal hier mit den Dekus, weil die uns nicht durchlassen. Dies ist der König des Passers des Dekoreiches. Fremde haben hier keinen Zutritt. Das Lustige ist, wir stehen jetzt direkt vor ihnen, ja? Setzen die Maske auf, ja? Werden zu einem Deko. Und... dies ist der... Nur für Personen mit offiziellem Auftrag. Für die öffentliche Schmähung des dummen Affen, der unseren König verärgert hat, sei dir aber der Zutritt gewährt. Folge dieser Halle geradeaus bis zum Thronsaal. Betreten aber auf keinen Fall andere Bereiche. Genau, weil die links und rechts sind gesperrte Bereiche. Mit Top-Down-Sicht, wo man uns... Hä? Also, Leute, ich... Hä? Was sind das für Laser? Ich muss mal kurz was nachschauen. Nee. Ich habe keine Cheats an. Wo kommen diese Laser her? Ich dachte, jetzt hat sich vielleicht irgendwie zufällig ein Cheat durch irgendwas aktiviert. Nein. Wo kommen diese Laser her? So, wir können ja auch jederzeit uns normal umgucken. The fuck? Ich bitte dich zu ignorieren. Aufgrund meiner... Wartet. Sagt jetzt was anderes? Ich habe dir doch gesagt, du sollst direkt zum Thronsaal gehen. Normalerweise dürftest du gar nicht eintreten. Also befolge meine Anweisung. Jo. Folge Halle gerade aus, Leute. Das Geräusch gerade war, weil ich halt recht vergesslich bin und häufiger mal auch vergesse, auf die Uhr zu gucken und rechtzeitig meine Parts zu veröffentlichen. So. Okay, das war jetzt recht knapp. Hä? Wieso hat er sich so schnell umgedreht? Der war noch gar nicht da. Okay, aber ich glaube, wir sollten jetzt langsam einen Strich ziehen und das Ganze konzentriert im nächsten Part machen. Das Gute ist, wir dürfen hier so oft rein, wie wir wollen, weil die Leute irgendwie zu blöd sind, uns das so endlich mal zu verbieten. Der Weg sieht mir deutlich einfacher aus. Aber mich verwirrt immer noch diese Laser, diese... Weiß ich nicht, was ist denn das? Hä, wieso wird das angezeigt? Verstehe ich nicht. It's me a Rätsel, wenn man so möchte. Okay, das ging jetzt einfach. Da liegt sogar ein Zwanni. So. Was ist hier? Ja, hier nicht mehr. Hä? Doch, jetzt auch wieder. Hä? Hä? Leute, please, erklärt mir das. Ich verstehe es nicht. Ich habe hier nichts aktiviert. Jetzt im Ernst, ich check's wirklich nicht. Also bitte, wer auch immer mir das erklären kann, bitte erkläre es mir. Auf jeden Fall ist das hier die richtige Seite. Es ist die falsche. Bitte bedienen Sie sich an unserem frischen Wasser. Yeah. Nein. Oder ist es doch die richtige? Es ist die richtige. Okay.
Den Typen hier kennt man auch noch aus Ocarina of Time. Und wir haben die Flasche nicht umsonst bekommen, denn dieser Typ hier verkauft Wundererbsen auch wieder hier. Und die werden uns später noch nutzen. Aber ich danke erstmal recht herzlich für eure Aufmerksamkeit. Lasst Kritik, Kommentare und Bewertungen da. Und für den Fall, dass ihr keine Folge verpasst, drückt auf Abonnieren. Wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis dahin, Peace out, eure Kunstplay und ciao. Mit V. Manchmal auch ohne.